anders. Bernhard, warum hat er da so normal eine Flüstertüte? Oder Kai macht das Foto und Kai so, so, wahrscheinlich, weil er sich was ausgedacht hat. Was soll das? Hat er noch nicht benutzt. Oder Kai macht das. Genau. Ich sitze links, rechts. So. Du sitzt hier. Was haben wir da? Und du hast alle Antworten ausgedruckt. Ich habe alle Antworten schon ausgedruckt. Genau. Gut. Hat der Björn eine Gulaschkanone mitgebracht? Nee, der Björn hat gar nichts mitgebracht. Der ist eine. Ihr wollt ja immer nur Backfisch. Hinter der Wand von mir. Björn, du hättest ja auch mal was mitbringen können hier für das Publikum. Läuft ja noch ein bisschen. Ach so. Du kommst du mal wieder? Auf Instagram? Ich habe ja Zeit, oder? Nee, die nicht. Nee, eine andere ist das. Egal. Live wenn die mir das gleich zeigen oder bauen die gerade auf? Das würde ja nur was bringen auf. Danke schön. Wo ist denn der Bernhard? Der ist hier. Stimmt eigentlich, ja. Ich mach das. Bernhard sucht schon mal seinen Schlafanzug. Man hat auch was gehört, aber nicht gesehen. Ein Gedicht hat er. Lass doch die Antworten hier. Nein, das ist das. Guten Tag, ich gebe dir kurz. Oder? Da bin ich wieder. So. Hat dir eigentlich meine Gulaschsuppe geschmeckt, Elton? Hast du die gekocht? Wieso hast du da was reingemacht? Ich habe die reingepackt. Ich habe die reingebracht, habe die hingeschmiert. Die haben übrigens doch Gulaschsuppe und Elton. Oh, das ist aber nett. Ach, du wolltest essen? Ich mache mir gleich eine. Ich dachte, du hättest sie mir mitgebracht. Du hast natürlich habe ich. Doch, alles gut. Ich wusste ja, dass du eine. Ich bin versichert. Kommt ja noch was. So. So, Leute. Nee, der hat schon geklickt. Geht los. Das ist jetzt nur. Nee, wir müssen ja, guck mal, wir haben jetzt noch 10 Minuten bis zum offiziellen Start der eigentlichen geplanten Startzeit der Sendung. Die können wir jetzt nutzen. Die 10 Minuten nutzen wir jetzt, um den Leuten da draußen, die jetzt zugucken, zu erklären, wer sind eigentlich Björn Hansen und Nils Eppmann. Ja, das sollen die mal schön erklären. Mir fällt dazu nichts mehr ein. Na, du hast sie doch angeschleppt. Ach so. Das stimmt. Das ist Nils Eppmann, das ist Björn Hansen. Ja. Hallo. Und das ist. Das, was euch verbindet, können wir ja auch sagen. Ja. Ihr macht zusammen einen Podcast. Den Eltenabend. Der Eltenabend, genau. Aber dass ihr den zusammen macht, das ist ja kein Zufall. Also das heißt, ihr kennt euch ja offensichtlich schon ein bisschen länger. Wir haben uns auf dem Hurricane kennengelernt, wir drei. Und wir kennen uns übers Geocaching, ne? Ja, stimmt. Ja, also machst du das auch? Nein. Wir sind halt gute Freunde, haben uns auf dem Festival tatsächlich kennengelernt. Mit Nils habe ich lange bei TV Total gearbeitet. Und Björn ist tatsächlich auf dem Festival auf mich zugetreten, weil ich zu laut Musik angemacht habe. Hat sich beschwert. Laute Musik auf Festivals, das mag ich nicht. Und seitdem sind wir eigentlich alles tatsächlich sind sehr, sehr gute Freunde. Das mag ich. Kann man so sagen. Ja. Was hast du bei TV Total gemacht, Nils? Ich war damals Aufnahmeleiter da. Er war der Assi-Engel. Hm? Auch. Der Assi-Engel? Ja. Jetzt ist er nur noch der Assi. Es gab mal zur Weihnachtszeit, er war auch der Kartenhaltermann, wenn Publikum ja sagen möchte, heute bei TV Total, blablabla. Und zu Weihnachten war immer ein Engelskostüm in goldenen Cowboy-Stiefeln und ganz komisch. Es sah halt nicht schön aus. Aber dir hat es auch gepasst. Mir hat es auch tatsächlich gepasst, das stimmt. Das sollte dir aber zu denken geben. Und deswegen haben wir ihn damals den Assi-Engel genannt. Okay, so. Gut. Und ich weiß natürlich nicht, vielleicht könnt ihr ja von eurem Podcast längst leben. Nein. Auf gar keinen Fall. Nein. Aber wir wollen, ab morgen. Wir wollen aber auch nicht davon leben. Wir wollen da mitleben können. Das ist der Anspruch, okay, den wir das, haben. Das gelingt, glaube ich, noch ganz gut. Ne? Ja. Deswegen die Frage, das heißt, du warst bei TV Total, bist es aber nicht mehr? Nee. Machst was dann? Bin weiterhin Fernsehproduktioner, aber nicht mehr bei TV Total. Alles klar, Anja. Und du? Er ist der Wurstmann. Björn hat 21 Firmen. Ja. Oh. Nicht ganz. Aber ich bin breit aufgestellt, wie man sieht. Im Partygeschäft so. Okay. Ja. Ja, selbstständig. Veranstaltungen, Festivals, super Kindergeburtstage. Alles. Ja, alles. Bestattungen. Je nach was. Ich war auch schon mal hier. Ja. Aber nicht als Gast. Jetzt erzählt er wieder die Geschichte. Also im Publikum vielleicht. Ja. Nee. In der Bude. Auch nicht. Auch nicht? Stimmt. Ich habe euch mal satt gemacht. Ja. Und ich habe, weil ich den Foodtruck habe und ich war einmal mit dem Fahrrad hier und in der Sendung war ein Rentier auch. Ja. Und ich habe Strom, und die Elton hat Strom erzeugt auf diesem Fahrrad und hat
den Strom dann durch eine Wurst geleitet. Ja. Es war eine, der weiß auch sowas, XXL-Weihnachtssendung, glaube ich. Und da ging es darum, ob man auch Strom, also den Weihnachtsbaum mit einer Wurst, die Leuchtkerzen mit einer Wurst. Ja. Und da der Björn eine Fahrraddisco damals erfunden hat. Ach so, jetzt habe ich gerade überlegt, wo die Zuschauer oder 10 Leute trampeln müssen, damit der DJ auflegt. Genau. Und wenn der DJ scheiße war, dann sind die einfach abgestiegen, dann kam der nächste DJ dran. Und deswegen war Björn mit seiner Fahrraddisco hier. Also quasi eine Gongshow auf dem Fahrrad. Die Gongshow auf dem Fahrrad, ja. So, sozusagen, ja. Ja, guck mal. Und jetzt seid ihr hier, verbringt mit uns die Nacht. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Die ganze wir wollen jetzt mit euch eine schöne Runde spielen. Müssen wir jetzt für immer hier bleiben? Ja, ihr seid jetzt hier festgeklebt. Okay. Nehmt ihr das jetzt auch gleichzeitig als Live-Podcast auf? Oder? Nee, ich glaube, wir machen... Wann wird der nächste Podcast aufgenommen, sodass wir dann sozusagen... Mittwochmorgen. Resümee... Übermorgen nehmen wir die nächste Folge. Ah, nee, warte mal, wir haben schon Dienstag. Mittwochmorgen. Ist morgen. Mittwochmorgen. Morgen. Und Mittwochmorgen. Kommt am 3.11. die neue Folge nach der Herbstpause. Das heißt, der Elton wird im Nachbarzimmer wieder laut sein. Wir haben noch nicht besprochen, wo wir aufnehmen. Ah, gut. Also okay. Wenn du dann noch schläfst, dann flüstern wir. Das ist gut. Ich also, bin ja schon mal, also ich werde... Warst du schon mal Gast bei denen im Podcast? Nein, ich höre jede Folge. Aber noch nicht Gast, also im Sinne, dass ich schon physisch anwesend bin. Also oder ich war ja mal Gast. Das ist jetzt nicht so, dass man dann anmoderiert wird und dann, man taucht halt auf und wir reden weiter. Naja, das war in deinem Fall aber, glaube ich, auch besonders. Ne? Entschuldigung, also, du bist ja reingeplatzt. Du hast geredet. Ja, klar habe ich geredet. Ihr habt ja eingeatmet. Zwischendrin. Aber du hast uns einen Stein mitgebracht. Ja. Ich bin aber mit Björn, Nils und Elton verabredet auf eine Folge. Ah, ja, eine richtige eigene Folge. Ja, weil wir haben ja noch ein Wortwitz-Battle. Ein Wortwitz-Battle. Da ist noch was offen, das ist richtig. Ja. Können wir auch heute machen. Ja. Nein. Lass uns doch bitte jetzt mal anfangen. Ja, ich habe ein bisschen Sorge. Ach so. Nein, aber wir fangen jetzt nochmal, ich sage jetzt nochmal ganz kurz, wir gucken nochmal drauf. Pro Kopf, also insgesamt auf der Bernhard-Seite bisher 225,35 €. Mann! Und auf der Elten-Seite 153,06 €. Das erhöhen wir jetzt. Machen wir, ne? Machen wir. Ja. Das wird jetzt besser. Und dann gucken wir mal neu hier die Publikumsverteilung. Es ist tatsächlich bei Bernhard einer weniger oder einer weniger. Nein! Es sind nur noch, was? Nur hey, noch 70. Wer ist weg? Wisse, naja, die einzige Person, ich bin noch da. Die einzige Person, die sich melden könnte, ist ja weg. Ja, ist weg, ne? Der neben dem, wer kann sich denn jetzt legen? Also 70 Personen hinter Team Bernhard. Und auch bei Elton einer weniger, da sind es jetzt nur noch 47. Das ist ein Pärchen gewesen. Ah! Gut für die geblieben sind. Ne? Das waren Pärchen, die haben zusammen 300 €. Aber es ist ja nur einer gegangen. Nee, aber hier doch auch. Hier doch auch. Das ach so, du meinst das war ja, so ja, hier, die werden doch Systeme so gespielt. Das kann natürlich sein. Es gibt doch Leute, für die ist das hier Schach. Ja. Verstehe. Die Frage ist, ob sie gemeinsam gekommen sind. So, dann würde ich sagen. Oder getrennt gekommen, gemeinsam gegangen sind. Kann auch sein. Ne? Also alles ist möglich. Jetzt gucken wir mal auf die Runde. Wir haben 12 Kategorien im Angebot. Die für euch, mit euch. Hier ist die Wand. Weil, mehr Zuschauer. Ja. Sollen wir das anfangen? Anfangen mal tauschen, weil das ja gut, ja. Ja, aber trotzdem ist ja Computer dabei. Die 12 Kategorien sind Clever, Wahnsinn des Tages, Essen und Trinken, das große Krabbeln, Straßenverkehr, was passiert wenn, Computer, damals das Fragezeichen, Frank Reusch, Obst und Gemüse und Schlagzeilen. Das sind die 12 Kategorien. Bernhard, man weiß gar nicht, was passiert. Vielleicht wird es ja irgendwann noch so sein, dass das, bei Elton mehr Zuschauer sitzen als hinter dir. Dann fangt automatisch die Elton. Aber ich fand das so nett, dass die mal anfangen dürfen. Egal, wir suchen uns jetzt was aus. Was lacht dich denn sofort an? Hast du die Sendung schon mal gesehen, Björn? Ich bin so gut vorbereitet. Gut. Ja? Was hast du gemacht? Ich habe eure Bücher gelesen. Ja. Und ich habe ungefähr 3,01 Liter Cola getrunken, um wach zu bleiben. Und insofern... Bist du besser vorbereitet als ich. Such dir was aus. wir fangen mal an mit damals, oder? Ja, wir fangen mit damals an. Mhm.
Das ist selten die erste Kategorie damals. Aber warum nicht? Ja, man muss ja erst in die Zukunft, damit man dann zurück. Richtig. Die Frage. Die Kakaopflanze wurde ursprünglich genutzt, um aus A. ihren Fasern Stoffbahnen zu weben, B. ihren Bohnen ein Gift für die Jagd zu extrahieren oder C. ihrem Fruchtfleisch ein alkoholisches Getränk zu brauen. Ja, ja. Hallo, ich muss es erst mal lesen. Die Kakaopflanze, das heißt... Der eigentliche Nutzen war nicht, Kakao draus zu machen. Also ich würde nur A erstmal ausschließen. Also ihren Fasern Stoffbahnen zu weben. Ich würde, glaube ich, eher C ausschließen wollen, weil wenn man daraus Alkohol machen könnte, hätte man doch nie damit aufgehört. Eine verblüffende Logik. Das ist gut. Macht doch gar keinen Sinn. Aber dann bleibt ja nur noch, da, um aus ihren Bohnen Gift für die Jagd zu extrahieren. Ist Kakao, ja. Ist denn da Gifte drin? Also ich sag mal so, Hunde kannst du damit jagen. Du musst denen das nur zu fressen geben. Für die ist das giftig, Schokolade. Jetzt fällt mir der Skorpion von vorhin ein, der irgendwie Verstopfung kriegt. Guck mal, ich bin echt froh. Ja. Schön, dass du dabei warst. Kann es sein, dass die Fragen nochmal kommen oder war das unnötig? Nein. Die kommen nicht nochmal. Zumal auch hier weder das Wort Skorpion noch Verstopfung aufgetaucht ist. Ja, was hast du? Ja, ich fand, also, wenn du das Frucht, also die Idee finde ich total gut, wenn das damals gemacht worden wäre, wäre man heute noch dabei. Oder? Total gut. So, und ich finde Stoffbahn, ja, macht mal Stoffbahn und tschüss. So, aber dass man da aus den Bohnen Gift für die Jagd und dann erst später kann man drauf, dass man noch mehr davon nutzen konnte. Also bevor man, der finde ich total gut. Ich fand auch den Ansatz gut, so ein bisschen die Antworten auszusuchen, danach, was man jetzt gleich für einen Film sehen möchte. Stimmt, also Stoffbahn weben ist so, ja, da sind wir doch bei B, oder? Ja. Sollen wir das mal nehmen? Nehmen wir mal. Wir starten mit B. Guck mal, Björn, das ist auch das Schöne hier im Gegensatz zum Podcast. Hier darfst du auch ganz in Ruhe ausreden. Du hörst wirklich hin, ne? Ja, ich höre genau zu. Danke. Ich höre genau zu. Okay, Antwort B. 2007 untersuchte ein Team amerikanischer Anthropologen antike Gefäßscherben aus dem heutigen Honduras. An den Scherben fanden sie den Stoff Theobromin, der in Amerika nur in der Kakaopflanze vorkommt. Das Alter schätzten die Forscher mithilfe der Radiokarbon-Methode auf etwa 3100 Jahre. Aufgrund der Gefäßform und der chemischen Analyse vermuten sie, dass die Gefäße ein aus dem Fruchtfleisch der Kakaopflanze gebrautes Getränk enthielten, das etwa 5% Alkohol besaß. Eine Art Kakaobier. Ja, schade. Schade. Hm? Ich habe eine Weltidee. Aber warum hat man damit aufgehört? Genau. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, der Björn fängt morgen wieder damit an. 2 Kakaobier, bitte. So, Nils, bitte, du darfst aussuchen. Ich darf aussuchen? Ja, sehr gerne. Ist Wahnsinn des Tages, ist das vielleicht ein bisschen Quatsch auch? Das ist auch Quatsch, ja. Lass das nehmen. Wir nehmen Wahnsinn des Tages. Wie kam es 2005 dazu, dass die Rekordanzahl von 110 Spielern einer US-Lotterie die zweithöchste Gewinnstufe erreichte? A. Sie hatten alle am selben Tag Geburtstag. B. Ein Lotto-Mitarbeiter hatte die Trommel mit zu wenig Bällen befüllt. Oder C. Sie hatten alle ihre Gewinnzahlen in einem Glückskeks gefunden. Also 110 haben gewonnen, ja? Genau, in der zweithöchsten Gewinnstufe. Und normal sind das so 2. Oder mal 3. Mhm. Man soll ja nicht Geburtsdaten nehmen. Man soll ja eigentlich nicht Geburtsdaten nehmen, richtig. Weil jeder die nimmt, wie die 110 hier. Wie die 110 hier. Ja. Also ich würde erstmal B ausschließen, weil wenn ein Lotto-Mitarbeiter mit zu wenig Bällen gefüllt hat... Dann kommt der Notar... Und sagt, gilt nicht. Ist aber in Amerika, ist das in Amerika auch so? Mit ich glaube auch, dass ist das da auch... Dann ist B schon mal weg. Ja. Sie hatten alle am selben Tag Geburtstag, macht natürlich Sinn, ne? Aber es ist ja Wahnsinn des Tages. Und ich glaube, es ist... Ach so, siehst du schon wieder vergessen. Es ist ja so eine Quatschantwort. Und deswegen finde ich C ja total lustig. Aber dann ist dann nicht B am lustigsten eigentlich? Wenn da zu wenig Bälle drin sind. Ja, der Trottel. Du meinst 6 aus 45 und es waren auch nur 6 Bälle drin?
7 vielleicht. Aber hätten die nicht noch mehr gewonnen? Ich finde es übrigens schade, dass ihr kein Onesie angezogen habt. Das hattet ihr mir versprochen. Aber egal. Ich habe gerade so ein bisschen gedacht, ich habe dich eben gerade so ein bisschen von der Seite gesehen. Da habe ich gedacht, du siehst so ein bisschen aus, erinnerst dich noch an Eddie the Eagle? Bitte? Ja, das sieht aus wie so ein Skisprunganzug. Ja, okay, aber... Alle denken jetzt, was hast du für eine komische Jacke? Dann sieht man gar nicht, dass das ein Onesie ist. So hat man vorher. Bitte, was ist das? Ein One? Ein also ich bin für C. Okay, dann nehmen wir C. Wir nehmen C. Gibt ja, denn, es gab ja irgendwann auch diese, es war wirklich eine große Erfindung, es gab ja nicht nur die Glückskekse, es gibt jetzt auch die Pechkekse, die sind schwarz. Ja. Ja. Am 30. März 2005 kam es zu einem einzigartigen Zufall in der Geschichte des US-Lottos. 110 Spieler tippten 5 von 6 Zahlen richtig. Die Chance dafür lag bei 1 zu 3 Millionen. Im Normalfall hatten bei dieser Lotterie höchstens 5 Spieler 5 richtige. Die Betreiber vermuteten Betrug, doch als man bei jedem Spieler nachhakte, bekamen sie dieselbe Antwort. Jeder hatte die Zahlen in einem Glückskeks entdeckt und auf gut Glück auf dem Schein angekreuzt. Rund 19 Millionen Dollar wurden anschließend unter den Gewinnern aufgeteilt. 500.000 Dollar pro Gewinner. Manche hatten dieses, gibt es sowas ähnliches wie Zusatzzahl, Powerplay. So, die ersten 500 Euro. Ja. Ihr habt quasi auch die richtige Zahl gezogen. Ich bin jetzt für Computer. Ein Glück, die nehmen Computer. Ja. Mach mal. Ja, mach ich. Machen wir mal Computer. Weißt du die Antwort? Noch nicht, ach so. Aber ich krieg gleich 3 Vorschläge. Welche Funktionen haben die kleinen Zylinder am Ende vieler Laptop-Ladekabel? A. Sie kühlen die Kabel bei Überhitzung herunter. B. Bei einem Kurzschluss schützen Sie den Laptop. Oder C. Sie drosseln die Schwingungen, damit das WLAN nicht gestört wird. Ich bin ein bisschen verspannt. Irgendwie weiß ich auch nicht. Haben wir nicht einen Masseur irgendwie hier oder irgendwie sowas? Im Publikum bei dir oder wo? Überlegen. Ihr habt doch bestimmt irgendwas organisiert, oder? Da kommt jemand. Ah, da kommt jemand. Hallo. Hallo, du bist wer? Olli. Olli, hallo, du bist Masseur? Ja. Was ein Zufall! Hätte ich das gewusst? So irgendwie mit Schulter. Hast du den mitgebracht oder was? Mach die doch mal bitte weiter. Ich bin, kenn mich nicht so an dem Ah, das ist Ah, das ist sehr gut. Ich musste aber jetzt. Was? Naja, ich kann jetzt nicht so rumstehen und euch angucken, während er da hinten stöhnt. Ich sag dir Bescheid, Kai, sobald es nicht mehr das Massieren ist. Kann ich gehen vorher? Ich sag folgendes, man kann den Onesie auch von unten aufmachen, ne? Macht ihr mal bitte eure Aufgabe. Ach so, haben wir was? Computer, ja. So, sie kühlen die Kabel bei Überhitzung herunter. Das hieße, wir reden von den, diese dicken Dinger an den, genau, hier so. Mhm. Das hieß ja. Wir reden von dem, der in den Laptop gesteckt wird. Ja, also irgendwo am Laptop-Kabel. Zylinder. Das heißt, Leute, das ist so gut, wenn ihr das. Das Ende vom Laptop-Kabel, ist das. Wo ist das jetzt? Das kommt drauf an, wo du anfängst. Also, das Ende. Also, das endet im Laptop. Ich bin sehr verspannt, ne? Und kommt aus der Steckdose. Ja. Und vorm Laptop. Hat das so ein Ding drin? Ich meine, das ist schwer, da ist Metall drin. Also ich sag D, gegen Kabelbruch ist das. An dieser einen Stelle. Ich glaube, es hat was mit dem WLAN zu tun. Also da kommen elektromagnetische Wellen und die werden dann einfach, das wird dann irgendwie entwellt. Ich dachte, das ist die Antwort für die Weihnachtsbeleuchtung. Das ist oft ein Problem. Das WLAN hat viele Gegner. Nicht nur Weihnachtsbeleuchtung, sondern auch Kabelenden. Deswegen bedanken sich immer Politiker bei den WLAN, ne? Die bedanken sich immer bei dem WLAN, genau. Hey, Olli, du sagst, hier. Sag mal, kriegt der jetzt auch meine? Oh! Was? Oh! Schweres Gerät Man nennt ihn auch die Klangschale. Habt ihr schon eine Antwort?
Aber vielleicht kann er auch gleich noch mal deine Hüfte anschauen, Elton, dass du wieder gerade gehen kannst. Ah. Ach, ist der Schild hinten? Vorsicht schräg, ist das für ihn? Ja, ja, genau. Hast du das auch schon gesehen, dass Elton so ein bisschen so... Ja, ja. Ne? Die Podcast-Haltung, wenn er das Mikro versucht. Ja, also, ich weiß auch nicht. Ich bin für C. Du bist für C. Ja, ja, das, also, weil es schützt nicht den, es ist am Kabel, also kühlt es weder den Laptop runter. Was hast du denn gemacht? Oder die Kabel, also kann mir nicht vorstellen. Ich sitze hier seit 8 Stunden. Du bist ja wohl mal. Sie kühlen die Kabel. Wir nehmen, Kai, jetzt konzentrier dich mal auf meine Geräusche. Ich bin völlig bei euch. C. C, oh. Nehmen wir gerne. Ne? Ich hätte D genommen, aber dann nehmen wir C. Ein Laptop erzeugt elektromagnetische Wellen, wenn er arbeitet. Das Ladekabel gibt diese Wellen unerwünschterweise in die Umgebung ab und sorgt so beispielsweise dafür, dass das WLAN gestört wird. Dagegen hilft der sogenannte Ferritkern, der kleine Zylinder am Ende des Kabels. Dieser drosselt mit Hilfe einer Spule die Schwingungen des Ladekabels. So ist ein ungestörter WLAN-Empfang möglich. Richtige Antwort. Und damit auch für euch 500 Euro. Ja, Olli, vielen Dank. Das war sehr, sehr nett und sehr, sehr schön. Danke. Hast du heute schon noch was vor? Ja, das ist ja, gleich war reicht erstmal. Ach so, okay. Wir sind ja jetzt dran. Danke, Olli. So, was nehmen wir denn? Willst du aussuchen? Nee, mach du. Okay. Empfehlen Lebensmittelforscher, das Fleisch A in Buttermilch einzulegen, B mit Whisky zu räuchern oder C mit Schwarzbier zu marinieren? Du weißt schon, wie schlecht das ist, wenn wir jetzt die Grillfrage verkacken. Ich weiß, ja. Wir zwei Grillprofis. Björn, mach doch deine Probleme nicht zu meinen. Du weißt es wahrscheinlich. Also krebserregend ist ja, wenn es anbrennt, wenn es schwarz wird. So. Ja. Also ich wäre da ganz sofort bei Buttermilch. Weil Whisky räuchern, das alleine ist ja schon... Nee. Was denn? Also du räucherst erst das Fleisch mit Whisky und dann packst du es auf den Grill. Ach so, ich dachte nur räuchern. Nee, um beim Grillen die Bildung zu erhöhen. Ja, okay, verstanden. Muss das Fleisch mit Whisky räuchern. Das, finde ich, macht keinen Sinn. Nee. So, marinieren ja. Aber dann brennt die Marinade. Dann brennt die Marinade. Oder ist Schwarzbier anders gegen Feuer immun? Also ich habe früher ja immer auch mit Bier abgelöscht. Und das soll man ja zum Beispiel auch gar nicht machen. Ich habe früher auch viel mit Bier experimentiert. Deswegen wäre ich bei A, dass man das in Buttermilch, das ist Fett ein bisschen, das schützt vielleicht. Du legst ja sowas wie Leber oder so Innereien legst du ja in Milch ein, bevor du sie brätst. Aber das hat, glaube ich, einen anderen Grund. Für was bist du denn dann? Ich bin eher, ich weiß aber nicht warum, für das Schwarzbier. Wird aber auch mit der Milch mitgehen. Lebensmittelforscher sagen, in Schwarzbier marinieren. Nee, ich bin für Buttermilch. Das ist also nur weil das irgendein Forscher sagt, muss das ja gar nicht praktisch funktionieren. Naja, stimmt. Aber du würdest mit mir mitgehen oder wollen wir Publikum fahren? Ich gehe mit A. Ja? Okay, wir nehmen A. Hm? A. Ja. Gut. Ah ja. Antwort A. Portugiesische Forscher untersuchten, wie man die beim Grillen von Fleisch entstehenden krebserregenden Stoffe reduzieren kann. Diese polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe, kurz PAK, entstehen, wenn Fett oder Saft aus dem Fleisch auf die Glut tropft und das Fleisch mit dem entstehenden Rauch in Kontakt gerät. Für die Studie wurde Schweinefleisch vor dem Grillen 4 Stunden lang in Schwarzbier mariniert. Durch die im Bier enthaltenen Antioxidantien konnte die Bildung von PAK um 53% gegenüber unmariniertem Fleisch verringert werden. Naja, dass das portugiesische Forscher waren, hat keiner gesagt. Dann wäre ja alles klar gewesen. Ja. Ah, nein. Aber in Buttermilch ist ja einlegen ist ja auch marinieren. Na gut. So was Ähnliches wie Bier. Ja. Ich habe auch Bilder im Kopf. So. Der Marinadegraben ist ja einer der tiefsten Stellen im Pazifik übrigens. Ne?
Der will, der provoziert. Der Kai, der provoziert. Ja, wer kann, der kann. Ich hatte gerade wieder Wasser im Mund. Das ist gefährlich. Ja, ich warte immer, bis du gerade einen Schluck getrunken hast. Kommt der Olli jetzt wieder? Na? Was willst du nehmen? Ich hätte gern Bier. Was passiert, wenn? Das klingt spannend, oder? Oder? Das lässt so die Zukunft erahnen. Traue ich dir da viel zu. Was passiert, wenn? Okay, wir nehmen, was passiert, wenn? Was wäre, wenn sich die Erde in die andere Richtung drehen würde? A. Die Nordsee wäre im Winter so warm wie derzeit das Rote Meer. B. Die Sahara würde sich in ein grünes Feuchtgebiet verwandeln. Oder C. In Florida würde es im Sommer regelmäßig schneien. So, also. Linkshänder würden Rechtshänder werden? Wenn die Erde, wir haben, weil die Erde sich so dreht, wie sie sich dreht, leben wir in einer Westwindzone. Das heißt, der Wind weht von West nach Ost. Wenn sich die Erde andersrum drehen würde, würde der Wind von Osten nach Westen wehen. Hm. Okay. Und weiter? A ist eine Nord-Süd-Problematik und keine Ost-West-West-Ost-Problematik. So. Die Sahara würde sich in ein grünes Feuchtgebiet verwandeln. Die Sahara war mal ein grünes Feuchtgebiet übrigens, was sehr lustig ist. Aber das ist noch gar nicht 10.000 Jahre her nur. So, was würde denn passieren? Dann würde der Wind nicht mehr von Westen kommen und sich an der Westküste von Afrika abregnen. So, könnten Sie bitte sitzen bleiben, wenn ich hier referiere? Sondern der Wind käme dann aus dem Osten, wo noch nicht mal Meer ist. Es hilft mir gerade gar nichts, stell ich fest. Aber red ruhig weiter, also weil ich habe auch keine Idee. Aber auch C wäre, also B hat nur was mit Regen zu tun. C wiederum auch was mit kalt-warm. Und das hat was mit Norden-Süden zu tun, deshalb bin ich bei B. Dieser Strom, der von Golf. Danke, Golf. Ja. Ich war bei Passat. Der Golfstrom. Der. Ja? Der. Der Golfstrom. Der geht doch so ungefähr, ne? Der würde dann so gehen. Oder? Der würde von so Afrika hoch nach. Kanada oder so. Naja, das kommt drauf an. Also das Wasser würde sich natürlich von Süden nach Nord weiterhin bewegen oder umgekehrt, weil es verschiedene Temperaturen hat. Aber es würde nicht nach rechts abgelenkt, sondern nach links. Es würde eher oben noch kälter werden, weil der Golfstrom geschürt wird. Ich bin noch mal mehr bei B. Aber wenn jetzt... Ja. Der so hoch... Also so ist, wenn die Erde sich richtig rumdreht. Ja. Dann ist da oben in Kanada ja. kalt. Richtig. Jetzt geht der so. Ja. Und was ist dann in Florida? Dann ändert sich in Kanada gar nichts, weil das ist ja kalt, weil es so weit weg ist von der Sonne. Aber da wird es dann ja wärmer. Und in Florida vielleicht schneit's. Ah, du meinst, weil... Der naja, Wind nicht so kommt, sondern so kommt. Ja, also. Ich bin trotzdem bei B, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass das dann von der Nordsee kommt oder von Süden. Von der Golfstrom? Sind aber auch komplizierte jetzt Fragen für diese Uhrzeit. Wie viel Zeit haben wir denn? Ich bin vorbereitet. Ich werde gleich Maßnahmen ergreifen, wenn wir das hinter uns haben. So. Hol doch deinen Masseur rein. Ich glaube, der Elton kriegt gleich als nächstes die Haare geschnitten. Das ist meine Befürchtung. Oder die Nägel gemacht oder so. Maniküre, Pediküre oder so. Du meinst schneien, weil sich das aus dem Norden... Ah, das ist sehr weit südlich. Ich bin bei B, dass das eher Feuchtgebiet ist.
Aber also, will ich, 10 nicht ausschließen, weil vielleicht dann Winde von Land kommen. Aber auf der ganzen Ding ist ja nirgendwo ein Feuer, also schneit es ja nirgendwo. Was machen wir? Brauchen eine Entscheidung. Ja, wir brauchen eine Entscheidung. Du bist für? B plötzlich. Ich mag Leute, die zu ihrer Meinung stehen. Wir nehmen B. Pass auf, wenn es jetzt schneit... Dann kriege ich 500 Euro. Wir versuchen fast B. Die Richtung der Meeres- und Windströme wird durch die Erdrotation bestimmt. Würde sich die Erde in die andere Richtung drehen, halten Forscher Folgendes für realistisch. Der Golfstrom entfällt und bringt keine Wärme mehr zu uns. Durch die mangelnde feuchte Luft trocknen die Sumpfgebiete von Florida aus. Europa leidet unter sibirischen Ostwinden und die Kälte aus der oberen Hemisphäre ist so dominant, dass sie die vorherrschenden Winde verschiebt und sich die Niederschlagshöhe in der Sahara drastisch erhöht. Machst du das Quizzen öfter? Das hier? Ja. Nee, nur hobbymäßig. Richtige Antwort. Boah. 1000 Euro. Ne? Ja. Tschüss. Warum muss ich den Klima? Weil such du doch mal was. Nee. Kann ich mir das wünschen? Ja. Wünsche mir das Klima. Achso, dann würden wir. Hast du WLAN dabei, oder was? Nee, das ist eine Tageslichtlampe. Bist du eingecremt? Der Straßenverkehr. Check, Test. Check, Test, Straßenverkehr. Ihr habt doch alle einander Waffel. Habt ihr? Straßenverkehr. 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 Hast du auch eine Sirene? Nee, aber... Naja, ich sag mal so. Mal schauen, ob wir das Olé Olé noch mal hören. Straße. Die Schrittgeschwindigkeit überschreiten. B. Es darf auch bei Gefahr nicht gehupt werden. Oder C. Auf Parkflächen darf in Fahrtrichtung links geparkt werden. Also sowas wie Spielstraßen, ne? Ist damit gemeint, verkehrsberuhigte Bereiche. Das macht denn Melatonin, macht das. Für alle Verkehrsteilnehmer und somit auf die Bank. Das sind nochmal 500 Euro. Ja. Bist du im Besitz eines gültigen Führerscheins? Ich habe Björn heute erzählt, das nicht, als ich mit seinem Auto losfuhr, aber ja. Okay, gut. Ich habe trotzdem einen fahren lassen. Hast du schon mal weggehabt? Nur kurz. Ich überlege gerade, nein. Also Führerschein hatte ich noch nicht weg. Echt? Also nur kurz und für was? Das klingt nach Geschwindigkeit. Das klingt nach Geschwindigkeit genauso. Aber was heißt kurz? Nur einen Monat. Ach so, ja, Monat ist ja... Also es darf auch bei Gefahr nicht gehupt werden. Das glaube ich nicht, weil verkehrsberuhigt heißt ja, man soll Schritt fahren und nicht... Ruhig sein. Ruhig sein. Hast du schon mal Führerschein weg gehabt, Elton? Nee. Auch noch nicht. Steht noch auf meiner Bucketlist. Dauert nicht mehr lange. Auf Parkflächen darf in Fahrtrichtung links geparkt werden. Das wäre ja bei einer Einbahnstraße. Richtig. Von daher kann es doch eigentlich nur A sein. Ja, aber das macht mir schon wieder Angst. Ja, aber wir sind ja hier in einer Sachkategorie, nicht in einer Quatschkategorie. Du hast Angst vor Fahrradfahrern? Es darf nicht schneller als Schrittgeschwindigkeit, auch einem Fahrrad nicht, weil du kannst ja mit dem Fahrrad auch ein Kind umfahren. Ja. Sind wir wieder bei A? Ich bin schon die ganze Zeit bei A. Ach so, Entschuldigung. Was guckst du so komisch? Nee, alles klar. Ich versuche. Geht's dir noch gut, Kai? Ich versuche euren Gedanken zu folgen. Naja. Das klappt nie. Björn kann da ein Lied von singen. Mhm. Auf Parkflächen darf links geparkt werden. Nein, das glaube ich nicht. Wir nehmen A. Nehmen wir A. Aber das heißt ja, Fahrradfahrer dürfen schneller fahren als Schrittgeschwindigkeit. Ach so. Ach, überschreiten. Hast du auch die ganze Zeit gedacht, nicht überschreiten. Ja, ist halt schon spät. Ja. Ihr könnt das da lesen. Ich kann euch meine Tageslichtlampe leihen.
Aber nur ein verkehrsberuhigter Bereich stellt eine Sonderfläche ohne eigentliche Fahrbahn dar, auf der sowohl Gehen als auch Fahren erlaubt ist. Die Parkregelung nach § 12 Absatz 4 Satz 1 Straßenverkehrsordnung greift hier also nicht. Da im verkehrsberuhigten Bereich nur im Schritttempo gefahren werden darf, stellt der mögliche kreuzende Gegenverkehr nur eine geringe Gefahr dar. Daher hat das Oberlandesgericht Köln mit Beschluss vom 30.05.1997, Schriftsatz 136-97Z, entschieden, dass Verkehrsteilnehmer im verkehrsberuhigten Bereich innerhalb gekennzeichneter Parkflächen auch in Fahrtrichtung links parken dürfen. Ah, das war blöd. Das war leichtfertig. Sehr lustig. Verschenkt. Na, kommt doof. Ja, verschenkt. Es bleibt bei 500 Euro. Hm? Ist das ein Fahrlehrer? Nee, das ist kein Fahrlehrer. Das ist, der ist in seinem Team. Hm? Was hättest du gerne? Nochmal 500 Euro. Du hättest gerne nochmal 500 Euro. Dann machen wir das mit Frankreich. Gut. Ah. Echt? Ich habe das Gefühl, das war eine Einzelentscheidung. Habt ja auch noch den Publikum. Also ja, eben. Ja, beide haben Teams haben ja noch einen Publikumsjoker. Da komme ich schnell in die Bredouille. Während die Franzosen von einem Holzmaul sprechen: A. Haben wir einen Frosch im Hals? B. Beißen wir in den sauren Apfel? Oder C. Haben wir einen Kater? Ein Holzmaul. Lebt denn der alte Holzmaul noch? Nicht Halsmaul. Genau. Holzmaul. So, also Frosch im Hals. Das ist ja woanders. So, also Frosch im Hals. Holzmaul. Wäre beim anderen ein Holzmaul. Mit pelzigen Mund zu tun. So, beißen wir in den sauren Apfel bedeutet, okay, ich mache etwas Blödes, richtig? Was ist Frosch in Französisch? Ist Le Frog. Le Frog. Frog? Oder? Le Frog, wie der Franzose sagt. Und saurer Apfel, genau, saurer Apfel genau. Ist okay, ich beiße in den sauren Apfel, ich bleib heute länger. Verdammt, ich hab ein Holzmaul, ich bleib länger. Das passt für mich gar nicht. Passt gar nicht. Boah, ich hab einen Kater. Wenn du aufwachst morgens und du hast zu viel Bier aus Kakaobohnen getrunken, sagen wir mal, dann. Und ich hätte es besser genommen, um Fleisch darin zu marinieren. Zum Beispiel. Ja. Dann hast du doch so eine Zunge, bei der du denkst, Mensch, gehört die überhaupt mir? So meinst du einen Misthaufen unter der Zunge? Ja. Manchmal hat man das Gefühl, eine Zunge zu haben, die einem nicht gehört, aber manchmal ist es ja auch so. Beim Zahnarzt dachte ich ja, aber da. Ich dachte, mein Erfahrungswert mit nach einem Kater morgens wach werden ist sehr gering. Echt? Ja. Okay. Aber hat man dann so eine, also so belegte Zunge? Das heißt, du kriegst nie einen Kater oder also du ich kriegst hatte, nicht so viel? Ich muss überlegen, ob ich, also ich habe noch nie einen Filmriss gehabt. Kater, ich trinke aber total selten. Wir haben aber zusammen schon mal einen Whisky getrunken. Ja, wir haben schon mal Whisky getrunken, aber du weißt sogar noch, wie der heißt. Der Octomore. Ja. Beste Whisky. Und danach, wenn man... Der rauchigste Whisky der Welt. Wenn man den jetzt trinkt, in größeren Mengen, stell dir das mal vor. Ja, das ist ja schön, ja. Das ist rauchig, ohnehin schon. Und dann wachst du morgens auf, dann hast du doch garantiert einen Holzmaul, oder nicht? Aber das passt total, ne? Ja. Wenn das, weil Frosch im Holz, im Hals... Frosch im Holz. Ja, sollen wir es riskieren mit C oder sollen wir das Publikum uns absichern, ob da jemand das aus Frankreich kennt? Viele Fachmann. Naja, ich meine, wir haben hier noch Obst und Gemüse und so Sachen. Das macht immer mein Publikum. Obst und Gemüse? Außer ich habe die Frage dreimal, dann wird's Kategorie. Dann wird es dünn da hinten. Also ich habe jetzt die Erfahrung gemacht bisher, dass immer jemand aufsteht, der sagt, ich weiß es zwar nicht, aber... Ja. Dann, also ist das. Aber wenn du es doch nicht weißt, aber C vermutest, ist das doch das Gleiche. Ja, aber du erwächst jetzt den Eindruck, dass da ein Publikum sitzt, was uns Zweifel. Also du sprichst kein Französisch. Darf ich mal so kurz fragen, ob jemand Französisch spricht? Dann wäre es ja einfach. Nee. Sprichst du denn? Du sprichst kein Französisch. Meine Lehrer haben es probiert. Aber nee. Warst nicht vermittelbar? Das sowieso nicht, aber ich spreche halt auch kein Französisch.
Sollen wir C riskieren? Oder würdest du gerne das Publikum nehmen? Ich meine, die Antwort basiert einzig und allein auf deiner Kater-Erfahrung. Und die ist? Großartig. Wir nehmen sein Holzmaul. Wir nehmen C. Und es wäre lustig, ich glaube, wenn das jetzt stimmt, ja, dann könnte sich das, der Begriff Holzmaul durchaus auch im Deutschen durchsetzen. Boah, ich habe ein Holzmaul heute. Ja? Wenn Franzosen einen Gueule de Bois haben, was auf Deutsch so viel wie Holzmaul heißt, dann klagen sie über ein starkes Trockenheitsgefühl im Mund. Dieses und ein dröhnender Kopf sind typische Katersymptome, bedingt durch die Dehydration nach zu hohem Alkoholkonsum. Wenn man Alkohol trinkt, gibt der Körper hormonbedingt mehr Wasser ab. Und das fehlt ihm am nächsten Tag. Wer hätte es gewusst? Du hättest es gewusst? Ja. Ja. Dass du das weißt, ist klar. Jeder mit Abitur hat es gewusst. So, ihr seid bei 1.500 Euro. Ey, ihr müsst euch jetzt mal ein bisschen zusammenhalten. Ihr wisst, dass das sehr bitter für euch wird, wenn Björn hier mit... Wir schmeißen ihn einfach raus. Macht er einfach zu zweit den Podcast weiter. Wir machen nur noch zu zweit. Clever. Clever. Ach, schon darf ich dich mal aussuchen. Du wolltest doch nicht, hast du gesagt. Ja, das eine Mal. Ach so, Entschuldigung. Ja. Was ist hilfreich, um im Ball- oder Hochzeitskleid auf die Toilette zu gehen? Oh, das weiß das Publikum. A. Einkaufstasche, B. Laubbesen oder C. Taschenschirm? Wenn du den Schirm so mit so einem Automatikschirm, ne? Weißt du, was ich meine? Ja. Oder... Du stopfst den ganzen Kleiderkram in eine Einkaufstasche. Aber nee, dann ist verknüselt. Das will man ja auch nicht. Also Laubbesen schließen wir aber schon mal aus. Warum denn das? Ja, was willst du damit machen? Fegen. Ja. Ist ja die Kategorie clever. Ach so. Und es gibt sehr viele unterschiedliche Arten von clever. Ja, das haben wir schon festgestellt. Mhm. Es gibt zum Beispiel Papier-Clever, Sekunden-Clever, Tapeten-Clever. Clever und smart. Eine clever Wand. Also, ich glaube, wenn ich mir diesen Podcast anhöre, denke ich nur noch an die Arbeit. Das Problem ist, dass Ball oder Hochzeitskleid hochzuhalten. Weißt du, wie viele Bräute hinter uns sitzen? Also verheiratete Damen. Ich bin warum auch immer bei der Einkaufstasche. Warum? Ach so, weißt du nicht warum? Nee, weiß ich nicht warum. Weil Taschenschirm, also warum ausgerechnet ein kleiner Taschenschirm? Wieso klein steht doch da gar nicht? Taschenschirm ist ja meistens klein. Das ist so ein Knirps. Ja, du musst ja nicht... Hat einer geschlafen oder was? Wie hat er das gemerkt? Ich habe nicht mal geblitzt. Gespürt. Ich habe aber schon die richtige Musik für das Foto. Hat er dann wach geguckt. Du musst ja nicht das ganze Kleid hochheben, sondern nur die betroffenen Bereiche. Reicht da nicht so ein kleiner Schirm? Ja, aber wie willst du das? Also du spannst den auf und dann? Dann kannst du das über das Becken vielleicht auch nicht. Wir nehmen A. Entschuldigung. Ist ja gut. Kommt ihn doch nicht so an. A. Der Gang zur Toilette ist im Ball- oder Hochzeitskleid recht umständlich. Ein kleiner Trick erleichtert ihn jedoch deutlich. Dafür werden eine große Einkaufstasche mit Schlaufen und eine Schere benötigt. Zuerst wird ein Schlitz in den Taschenboden geschnitten. Dieser sollte so breit sein, dass der Körper gerade so hindurchpasst. Nun in die Tasche hineinschlüpfen und sie bis über die Hüfte ziehen. Der Rock befindet sich nun in der Tasche und kann mit den Schlaufen über die Schultern gehängt werden.
Einem entspannten Toilettengang steht nichts mehr im Wege. Das ist mal ein Tipp, oder? Schau mal. Also falls du doch noch mal in diese Situation kommst. Dass ich mit meinem Kleid auf Toilette muss, habe ich immer so eine Tasche dabei. Ja, ja. Ab jetzt. Nein, dass überhaupt das noch mal Richtung Hochzeit tendiert. Wir können die Chance jetzt noch mal nutzen. Ist noch mal ein ganz neuer Kanal, ist noch mal eine ganz neue Zuschauerschaft hier dabei. Ach so, willst du mir jetzt einen Antrag machen? Nein, ich will... Oder ist meine Freundin aus Brasilien? Den hat nicht jeder verstanden. Nee, nee, nee. Doch. Ich schon. Ja, absolut. Vielen Dank. Oder sucht er nicht mehr? Ja, sehr gut. Ich weiß nicht so genau. Suchst du noch? Dich heirate ich auf jeden Fall nicht. Okay. So, weiter im Text hier. Ist schon 4 Uhr. Was ist mehr so dein, mehr so Krabbeltier? Wir haben noch das große Krabbeln, Fragezeichen, Obst und Gemüse und Schlagzeilen. Fragezeichen. Ja, ne? Hm? Ja. Genau. Fragezeichen. Zumal wir ja immer noch unser gigantisches Publikum haben. Ich kann euch auch erst die 3 Antwortmöglichkeiten und dann die Frage formulieren. Oh, ja. Das ist bestimmt auch ganz spannend. Wir formulieren dann die Frage. Aber ich glaube, es geht technisch nicht. Aber ich kann die Augen zumachen. Ich muss eh. Die 4-2-0-Regel hilft bei der Einrichtung eines Raumes, und zwar um A. Möbel und Teppiche harmonisch zu platzieren, B. den Überstand von Gardinenstangen zum Fenster zu berechnen oder C. Lampen unter der Decke anzubringen. Boah. 4, 2, 0. Und los. Möbel und Teppich harmonisch zu platzieren. Das hieße, man sollte immer weniger, also das Problem ist, dass die 0 beim Möbel und Teppich ja schon mal gar nicht 4, 2, 0 sein kann, weil man hat ja nur 4, 2. Also immer nur auf einen Teppich 2 Möbel, aber nicht mehr als 4. Sonst sieht es nullig aus. Ihr habt auch noch einen Joker, ne? Ja, oh ja. Den Überstand von Gardinenstangen zum Fenster zu berechnen. 4, 2, 0, 4. Dass man vielleicht das Vierfache, dann kommen 2 Ringe rein und kein Abstand nach oben. Lass doch dem Björn auch mal was sagen. Ja. Was meinst du denn? Lampen unter der Decke anzubringen. Weißt du, wie ein Rockstar eine Glühbirne reindreht? Wie? Wie ein Rockstar eine Glühbirne reindreht? Der hält die fest und die Welt dreht sich um ihn. Das ist gut. Der bräuchte die also dann darf nicht. Sie sich noch nicht falsch rumdrehen. Dann ist zwar die Sahara grün, ja. Aber die Birne niemals drin. War das jetzt gerade der schlechte Witz der Woche, oder was? Ich dachte, wir machen jetzt, wir zeichnen auf, oder? Ach so. So. Ich ja, habe, also ganz ehrlich, bei der 14-0, was ist denn? Ich bin auch in Sachen Einrichtung... Nee. Das kann ich bestätigen. Ja, also... Er wohnt bei mir. Ich habe wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich kann mir auch gerade gar nicht sehr leiden. Nee. Wenn wir ihn mal fragen, kannst du es einrichten, mal vorbeizukommen, schafft er ja auch. Nein, keine Chance. So, ich mach mal weiter. Sollen wir das Publikum fragen? Lass uns doch noch einen Moment hier einfach sitzen. Das Aussitzen sozusagen. Irgendwann. Das sind dann also, immer so Sachen, weißt du, so... Das ist ja so eine Art Rhythmus, ne? 4, 2, 0, das sind gleiche Abstände. 2, ja, komplett halb weg. So, also da die Wand ist 0, da die Wand ist 4. 2 ist in der Mitte. 4, 2, 0. Können wir das bitte... 4, können wir 2, das bitte machen? Ich bin vom, also wenn wir es raten, wenn wir dran sind, sein, also wenn wir es, wenn wir es machen müssten, ja, ich habe ein Holzmaul. Wenn wir entscheiden müssten, würde ich mich für B entscheiden, für dieses, einfach weil das hat was mit Verhältnis und so weiter zu tun.
Was hat das mit dem Verhältnis zu tun? Ja, der Überstand von Gardinenstange zum Fenster. Du hast das Fenster und dann nimmst du davon, teilst du durch 4 und dann hast du auf beiden Seiten 2 davon und hast du keinen. Das ist alles falsch. Es ist C, weil die Lampe hängt ja in der Mitte des Raumes. Ja. Mhm. Das ist 0, 2, 4. Auf der 2 ist die Lampe. Ist das komisch, dass ich es verstanden habe? Nein, ich habe das auch verstanden, das finde ich gut. Also man definiert da 0, da 2 Einheiten und die 4 in der Mitte die Hälfte. Das heißt, man hängt damit die Lampe in die Mitte. Die 2 ist in der Mitte, ja, nicht genau. Die 4. Ja, ja, die 4 ist der eine Rand. Also das ist ja das. Und dann nimmt man das, wieso nennt man die nicht 0, 1, 2? Was machen wir denn? Wollen wir das Publikum fragen oder wollt ihr was entscheiden? Ich würde das Publikum. Also, oder entscheid du. Das, nö. Okay, dann nehmen wir nehmen das Publikum. Vielleicht hat es mal einer gelesen. Ich kann aus dem Mix. Wir fragen das Publikum. Oh. 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 Guck mal, der kennt sich mit Einrichtung aus, weil der hat. Der Mann mit dem Nackenhörnchen ist als erster aufgestanden. Also, der ist schon wieder unten, ne? Dann bleibt sie übrig. Ganz ehrlich, du strahlst einfach kein Selbstbewusstsein aus. Und wir haben auch noch nicht gesprochen. Er ist Innenausstatter. Hallo. Wer bist du? Carolina. Hallo Carolina. Woher kommst du? Aus Hamburg. Gut. Carolina, was, du hast du Urlaub genommen? Ja. Gut. Nein, aber psst. Naja, alles andere, wir sind in einer Live-Sendung, Carolina. Oder muss ich dir eine Entschuldigung schreiben? Nee, alles gut. Alles gut, okay, okay. Was machst du beruflich? Das habe ich mittlerweile, glaube ich, vergessen. Verstehe, ist zu spät. Aber wir haben es gleich geschafft, sind nur noch knapp 15 Stunden. Ja, 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 genau. Okay, was, hast du irgendwas mit Einrichtungen schon Erfahrung gesammelt? Dass du ja, nur, dass ich zu Hause einrichte, aber okay. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, geht es um Teppiche. Ah. Und zwar geht es darum, dass die Ecken oder Füße von Möbeln eben immer mit alle 4 oder nur 2 oder gar keiner draufstehen soll, weil ungerade Anzahlen sieht dann unschön aus. Das also ist hier, ne? Das ist kippelt. So. Carolina, sehr gut. Das hörte sich sehr schlüssig an. Dann haben wir Antwort A festgehalten. Wenn es stimmt, gibt es 500 Euro dazu. 4, 2 und 0 bezeichnen die Anzahl der Möbelbeine, die sich auf einem Teppich befinden. Für ein harmonisches Bild sollte es immer eine gerade Anzahl sein. In großen, offenen Wohnräumen sollten alle Möbel mit 4 Beinen auf dem Teppich stehen. Denn dann separiert der Teppich die Sitzecke optisch vom Rest des Raumes. In normal großen Wohnzimmern wird empfohlen, nur die 2 vorderen Möbelbeine auf dem Teppich zu platzieren. In engeren Räumen sollten die Sitzmöbel um einen kleinen Teppich herumgestellt werden. Super. Das wirst du bestimmt noch oft weitererzählen. Das fange ich jetzt an. Das ist so typisches Fernseh-Halbwissen ist das, ne? Da kann man auch oft mit glänzen. Oh, 2000 Euro habt ihr schon. Ja? Mit Halbwissen. Oh. So, bitte. Obst und Gemüse, bitte. Mhm. Nachdem es mit der Grillfrage schon so gut geklappt hat. Jetzt reit bitte nicht drauf rum. Mhm. Wer dafür sorgen möchte, dass... Ich räume nur auf, mach du. ...dass Karotten keine Bitterstoffe entwickeln, sollte sie... A. Aufrecht in der Kühlschranktür lagern. B. Erst nach dem Schälen waschen. Oder C. Möglichst schüttelfrei nach Hause transportieren. Was? Hast du schon mal gesehen, dass einer Möhren in den Kühlschrank stellt? Nein. So. Hätten wir das geklärt. Warum sollte ich den nach dem Schälen waschen? Weil das Dreckige habe ich ja weggeschält. Wegen der Bitterstoffe. Das geht gerade los, ne? Ja. Ja. Und schüttelfrei nach Hause. Wie macht man das? In so einem schaumstoffgelagerten Wannenanhänger. Danke. Ja, ich. Also wir haben ja auch Publikumsdrucker noch. Aber mich lacht natürlich B an. Weil. Wenn du vielleicht die Karotte schälst, fühlt sie sich ja angegriffen. Und dann wird die sauer. Und wird sauer, beziehungsweise ist bitterböse. Mhm. Hört man ja oft von Karotten. Mhm. Naja, also es gibt ja Pflanzen, wenn ein Reh oder sowas das anknabbert, dann entstehen erst diese Bitterstoffe und dann lässt das Reh davon ab.
Vielleicht ist es tatsächlich bei der Karotte das Gleiche. Du schälst die, dadurch entstehen Bitterstoffe. Und wenn du das dann wäschst... Ich freue mich gleich auf Kais Karottenwortspiel. Hm. Wie ist denn das mit Karottenhosen? Soll man die nach dem Schälen waschen? Hm. Nee, die darfst du gar nicht waschen. Die muss man einfrieren. Damit die sich halten. Und nur zur Hochzeit durch die Einkaufstasche. Die Frage ist natürlich, wenn ich die Karotte gar nicht schäle, dann hat die auch keine Bitterstoffe. Das macht mich ein bisschen stutzig bei B. Ja. Also ich wasche die und esse die sofort. Ungeschält. Die Schale ist ja auch oft das. Aber dann verletze ich sie ja auch nicht. Und dann hat sie keine Bitterstoffe. Also ich bin immer mehr bei B. Riskiert ihr was oder wollen wir es mit Publikum absichern? Es geht ja um viel für euch. Ja, ja. Für mich ist B auch das einzig Logische. B. Tja. Ja. Ja, nicht, dass das... Ja. Ich hab's gesagt. Nicht, dass wir wieder Karotten verletzen morgen. Laut Lebensmittelchemikern ist pro Bündel Karotten ungefähr eine dabei, die bitter schmeckt. Die Pflanzen bilden diese Stoffe als Stressreaktion, zum Beispiel ausgelöst durch Fressfeinde. Doch die Bitterstoffe können laut Forschern auch noch nach der Ernte entstehen, etwa durch zu viel Geschüttel beim Transport auf Förderbändern. Es wird daher geraten, das sensible Gemüse vom Markt möglichst schüttelfrei nach Hause zu transportieren. Wer weiß denn sowas? Also das macht wirklich keinen Sinn. Nee. Und die das machen, da ist das eine Marotte. So. Krabbeln? So, es bleibt bei 1.000 Euro. Wenn Fressfeinde kommen und Bitterstoffe entstehen, dann entsteht das doch auch beim Schälen. Also ich sag mal so, ihr habt noch nicht gewonnen. Nee. Aber ihr seid auf einem guten Weg. Ich habe hier schon Sachen erlebt. Das große Krabbeln oder Schlagzeilen? Schlagzeilen. Mhm. Er hat den Mund gerade voll. Ich möchte das anfechten. Warum wurde 2018 ein bayerischer Tourist in Italien zu einer Strafe von über 1.500 Euro verdonnert? Das ist ja einfach. A. Er hatte Meerwasser gestohlen. B. Er war auf einer Pizza rumgesprungen. Oder C. Er hatte einen Polizisten mit Servus Giorgio begrüßt. Hätte ich jetzt lustig gefunden. So. Was sind denn deine Gedanken dazu? Meine? Ja. Also ein bayerischer Tourist in Italien. Strafe über 1.500 Euro. Also, dass ein Bayer Meerwasser stiehlt, halte ich grundsätzlich für nicht unwahrscheinlich. Nee, ich traue, ja. Hat okay. Er ja zu Hause nicht. Was wäre dann das Problem? Wofür muss er dann Strafe zahlen? Weil er... Für das fehlende Meerwasser. Weil er Meerwasser geklaut hat. Das gibt's ja auch. Du hast ja manchmal keine Steine mitnehmen, keine Pflanzen und so weiter. Jetzt ist, finde ich, Meerwasser so ein bisschen... Aber gut. Weniger Wasser wäre okay gewesen. Ja, aber Meerwasser. So. Er war auf einer Pizza rumgesprungen. Weniger ist mehr. Wenn er auf einer Pizza rumspringt... Habe ich ein T-Shirt. Sorry, ich war abgelenkt. Ah, ihr seid gerade in eurer Wortwitzwelt. Ja. Er war auf einer Pizza rum. Also das ist ganz ehrlich. Dann muss er die Pizza bezahlen. Aber der muss doch dann nicht 1.000 Euro, dann, das ist ja keine Ordnungswidrigkeit. Vielleicht fehlt da auch ein A und es sollte Piazza heißen. Wieso hast du zwei weg? Dann fehlt aber auch ein M. Genau genommen zwei Bögen vom R zum M auf einem Piazza. Oder ist es die Piazza? Was passiert dann? Ist das nicht ein Auto? Auf jeden Fall, ich würde B nur ausschließen. Und er hatte einen Polizisten mit Servus Giorgio begrüßt. Das kann natürlich gut sein. Das kann ich mir schon auch vorstellen. Aber dass das so ein bisschen übergriffig rüberkommt. Aber macht dann ein Polizist nicht eher hey. Piano. Ach so, ich dachte Giorgio. Ja, Giorgio. Genau. Telefon. Wie viele hast du denn davon mit? Sag ich nicht.
Ist das ein Running Gag? Die Eier sind fertig. Ich glaube, jede Stunde geht einer an wahrscheinlich. Ich glaube, er will uns einfach nur auf den Wecker gehen. Ich kann mir vorstellen, dass das wirklich, ich meine, es ist ja auch eine Schlagzeile. Und dass ein bayerischer Tourist für Servus Giorgio was abbekommt. Ich kann mir vorstellen, der hat Meerwasser einfach mitgenommen, so dieser Klassiker Meerwasser. Haben wir noch eine? Von Neapel, aus der Bucht. Und das darf man aber nicht, weil man damit, also Natur mitnimmt, vielleicht sind da ja auch irgendwelche Sachen drin, die man nicht in andere Länder haben will. Deshalb kann ich mir A vorstellen. Wenn du da mitgehen würdest, würde ich es mir nicht nur vorstellen, sondern wir würden es uns auch anschauen. Ich wäre tatsächlich eher bei Giorgio, weil ja, das ist ja so, als wenn, also es ist so eine Plattitüde, so übergriffig. Warum heißt der denn Giorgio? Dann also, meinst du, wie wenn... Wäre ich denn dieser Giorgio gewesen, hätte ich, und du bist Seppel oder was, hätte ich gesagt. Ja, ja, du meinst also, weißt das du? Ist so, wie wenn du hier zu einem wenn ein Italiener zu einem Polizisten sagt, hallo Hans, einfach weil der Hans ja. Oder... Ja. Ja, aber ist das 1500 Euro? Naja, wenn du den reizt und wenn der sich... Boah. Andere Länder, andere Strafen. Das sagt man ja so. Mhm. Ist ein geflügelter Spruch. Ja. Also du würdest C sagen. Ich würde C sagen. Weil ich könnte dich das ja einfach entscheiden lassen. Weil wo wenn stehen es dann, wir denn? Wir sind ja immer noch vorne, ne? Ja, ja, aber je weiter vorne, desto besser. Also es ist immer besser, wenn man weiter vorne ist als... Okay. Also Entscheidung, was machen wir? Also ich bin für A, du bist für C, du darfst entscheiden. 50-50 Joker. Nee, wir haben keinen 50-50 Joker. Das ist ein anderes. Was machen wir? Wir nehmen, wenn du jetzt nicht sagst... 50-50 Joker ist auch... Eins. Ball auf Schule. Zwei. Drei. Genau. Giorgio. Dann nehmen wir A. Oh, jetzt ist es zu spät mit Giorgio. Jetzt zählt Bernhard A. Genau gleichzeitig. Wo ist der Notar? Ja. Ja, die Frage ist, ob der Polizist ne, ob Servus überhaupt versteht. Was, Servus. Vielleicht heißt Servus ja auf Italienisch. Sklave. Was ganz anderes, ja. Ja, so wie in Latein, ne? Servus, Sklave, Sklave George. Herbst 2018 im italienischen Triest. Ein Spaziergänger beobachtet einen Mann, der mit einem Tanklaster eifrig Meerwasser abpumpt. Die alarmierte Polizei stellt den Herrn aus Bayern zur Rede. Dieser erwidert, er sei aus seiner Heimat bis in die Hafenstadt gefahren, um Wasser abzupumpen, und zwar für seine Aquarien. Der Plan war groß. Sein Laster hatte ein Fassungsvermögen von 24.000 Liter. Das Entwenden von Sand, Algen oder Meerwasser wird in Italien allerdings streng geahndet. Der Bayer erhielt eine Strafe von 1.549 Euro. Meerwasser halt. Ich hab's doch gesagt. Ich brauch Meerwasser. Boah, 2.500 Euro. Kannst du nicht ein bisschen schneller sein, Björn? Dann hätte Bernhard C genommen. Der wäre schneller gewesen, hätten wir C genommen. Das große Krabbeln. Ich bin nie schnell. Ich war übrigens auch mal in Triest, war ganz schön trist. Ich bin nie schnell. 25 Stunden, ne? Können lang werden. Erzähl, komm. So, ihr habt auch noch einen Joker, ne? Ja. Federfußspinnen der Art Uloborus plumipes nutzen zum Beutefang A. strategisch verteilte Kotfallen, Einkaufstaschen mit B. elektrostatisch geladene Spinnfäden oder C. ein dickflüssiges Sekret, mit dem sie Baumstämme einschmieren. Also, eine Kotfalle, ne? Mal angenommen, das würde nicht so gut riechen. Da läuft man ja eher weg als hin. Ihr seid ja öfter auf Festivals, ihr kennt sowas ja. Da gibt's auch strategisch verteilte Kotfallen, ja. Meist in so kleinen blauen Containern. Also, es kann natürlich sein, dass diese Spinne spezialisiert ist auf... Aufladen? Nein, also Fliegen zum Beispiel, ne? Die gehen ja auch auf Kot. Ah, verstehe. Die frisst nur Fliegen.
Naja, eine normale Spinne fliegt, frisst ja auch gerne Fliegen. Dann landet die Fliege da auf dem Kot und dann fliegt die wieder weg und dann hat die Kotflügel. Der war jetzt gut. So schlecht. Der war jetzt gut. Das war nicht schlecht. Aber dann hat die Spinne nichts zu fressen, wenn die wieder wegfliegt. So, strategisch verteilte Kotfall, aber... Was ist denn ein Uloborus? Tja, das ist eine gute Frage. Eine Spinnenart. Klingt ein bisschen wie ein Auto. Elektrostatisch geladene Spinnenweben. Du meinst ein Ulobus. Wir fragen ja eh noch das Publikum, ne? Ihr müsst ja nur mal eine Tendenz abgeben. Ja, ich bin tatsächlich gerade komplett leer, in Anführungszeichen. Dieses mit dem Fahrrad hat mich fertig gemacht. Das hat mich echt fertig gemacht. Ich kann mir alles vorstellen, selbst elektrostatisch geladene Spinnfäden, dass das tatsächlich mit Strom in Anführungszeichen ist. Aber das ist doch eher Spider-Man, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Am naheliegendsten ist für mich natürlich C, weil da bleiben die kleben und dann kann sie die fressen. Ja, morgens schön den Baumstamm eingeschmiert, abends eingesammelt. So. Ja. Deswegen... Schön, ne? Ich bin raus hier aus der Nummer. Komm, lass Publikum nehmen. Ich bin raus. Ja, sehr gerne. Ich will nach Hause. Hast deinen ersten Tiefpunkt? Ich will nach Hause. Warte mal. Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Geht das? Funktioniert nicht. Okay, Leute, ihr seid dran. Was macht denn diese tolle Spinne? Wer hatte Latein? Nicht ein Insektenforscher. Jawohl. Uloborus plumipes. Nehmt euer Glück in die Hände. Keine Ahnung. Ach, guck mal. Da. So. Ich glaube, hier geht es schneller. Sehr gut. Plumipes sind, glaube ich, Baumstämme. Danke. Kommst du jetzt mit, oder was? Hallo. Nee, es ist Tag. Nicole. Hallo, Nicole. Wie geht's? Gut. Ja, du bist noch fit, ne? Ja. Ja, merke ich schon, ne? Ja, arbeitest du Schicht sonst? Also bist du es gewohnt? Nee, gar nicht. Nee, gar nicht. Okay. Ach, mit wem bist du hier, Nicole? Alleine. Oh, ganz alleine heute? Ja. Okay, alles klar. Gut, Nicole, hast du irgendwie... Spinnen, überhaupt nicht. Keine Ahnung? Nee. Okay, dann musst du jetzt zumindest richtig raten. Ich würde auf C tippen, aber keine Ahnung. Okay, dann raten wir C. Die Jungs hatten ja auch keinen Plan. Dann lösen wir es auf. Glaube ich, letztes Mal auch genommen. Was macht die Spinne so besonders? Die Federfußspinne Uloborus plumipes besitzt keine Giftdrüsen und hat zum Beutefang daher andere Fähigkeiten ausgebildet. Sie stellt Spinnfäden her, die extrem dünn und nicht klebrig sind. Mit einer kammartigen Vorrichtung an ihren Beinen bürstet sie diese zu sogenannter Fangwolle auf. Diese Fangwolle wird zusätzlich durch Reiben elektrostatisch aufgeladen und wie klebrige Fangfäden in das Netz eingewebt. Die elektrostatischen Kräfte halten so die Beutetiere fest. Ah, Nicole, wenn es nicht läuft. Ja, trotzdem danke, viel Spaß noch. Ja. Halt weiter durch. Wir hätten es auch falsch gemacht. Wir hätten es auch falsch, ja. Oh, das ist natürlich jetzt hier ein bitterer Zwischenstand. Ja. Für euch. Kommt davon, wenn man wir vorher so aber trotzdem 500. Wir haben Björn Hansen und Bernhard haben 2.500 Euro erspielt. Immer noch übrigens, es ist immer noch kein Sport, keine Musik, kein Kino hier gefahren. Guck mich doch nicht so an, als ob ich die Kategorien aussuche. Ja. Ich meine, jetzt ist egal bei dem Stand, aber... Ja, vielleicht setzen die ja alles. Weißt du ja nicht. So, dann. Beide Teams haben gesetzt. Hier ist die Masterfrage. Mit dem Manne kann geholfen werden, endet A. Johann Wolfgang Goethes Faust, der Tragödie, erster Teil. B. Friedrich Schillers Die Räuber. Oder C. Josef von Eichendorffs Aus dem Leben eines Taugenichts. Ihr habt 20 Sekunden, ab jetzt. Ja, ein bisschen Kultur um die Zeit.
Plot ist. Teil 2. Ein sogenannter Cliff. Ein Cliffhanger. Mhm. So, wir haben Antworten von beiden Teams hier registriert. Björn und Bernhard haben eingesetzt, haben ja 2500 Euro erspielt und haben gesetzt 500. Mhm. Ja. Nils und Elton haben 1000 erspielt und gesetzt. Natürlich alles. Da kann es ja noch spannend werden. Da kann es ja noch spannend werden. Auf welche Antworten wurde getippt? Team Bernhard tippt auf Antwort C. Team Elton tippt auf Antwort C. Weiß das jemand? Gibt es jemanden, der sowas weiß? Liest jemand so ein Buch zu Ende? Also, wie endet Faust der Tragödie erster Teil? Wie endet Faust der Tragödie erster Teil mit? 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 Heinrich, Heinrich! Der Wagen bricht. Und wenn sie nicht gestorben sind? Und wie es weitergeht, erfahren Sie im zweiten Teil. Josef von Eichendorff aus dem Leben eines Taugenichts endet mit? Dem Manne kann geholfen werden. Und es war alles, alles gut. Und Friedrich Schiller, die Räuber, mit dem Manne kann geholfen werden. Antwort B ist die richtige. Glück gehabt. Aber das heißt, bei euch bleiben 2000 Euro übrig. Und damit gewinnt ihr diese Runde. Und 2000 Euro heißt für jeden von euch 28,57 Euro. Ja, das wird jetzt die große spannende Frage. Wie geht es mit dem Erfolgspodcast Eltenabend weiter? Sind es nur noch zwei? Oder machen wir den Elternsprechtag? Die nächste Folge kommt am 3.11. Ja. Ja. In der Nacht zum 3.11. ab 0 Uhr irgendwas. Und dann werden wir sehen, ob Björn dann noch dabei sein darf oder ob sie dich jetzt rauskicken. Ja. Es ist ja schon immer ein harter Wind, der mir entgegen weht. Insofern, werde das nicht merken, dass sich irgendwas ändert. Ja, nein. Sonst machst du einfach alleine weiter. Du hast mittlerweile so eine große Fangemeinde. Ey, ja? Ich bin unkaputtbar. Ne? Ich bin Ja, das stimmt. Unkaputtbar ist er. Das hart ist er. Im Nehmen. Hart Doch, im ich habe ihn schon mal kaputt gemacht. Ja. So, ihr beiden. Ja. Tschüss, Björn. Nils, es war mir ein Fest. Ja, vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Dankeschön. Ach, Mann, ey. Und jetzt geht's noch feiern? Ja, selbstverständlich. Björn geht ja noch feiern. Das blöde Fahrt. Ob wir noch feiern gehen? Kann doch nicht wahr sein. Ja, oben. Ich weiß jetzt nicht, ob der noch feiern will. Also ich auf jeden Fall. Na, dann viel Spaß euch. Danke, ja, dass ihr da wart. Ja, gleichfalls. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ich noch Elton, mal siehst du dich jetzt wieder um oder bleibst du so? Bleib so, sehr gut. Das, hallo. Ja, entschuldige. Ja. Ja. Wo sind denn jetzt? Freut mich. Hallo Bianca. Danke. Hi. Grüß dich. Freut mich, hier zu sein. Wir haben Sie auch noch nicht persönlich getroffen. Nein, noch nicht. Ja. Wir hatten schon ein bisschen Kontakt. Ja, das weiß ich. Das weiß ich. Witzige Diskussion hatten. Alles gut? Seid ihr noch fit? Ja. Ja, gut. Ja, halt ja. Na? Ja, jetzt. Du musst sagen, jetzt geht's gerade. Also wahrscheinlich kommt der Tiefpunkt später. Ja, also so einen richtigen Tiefpunkt hatte ich noch nicht, aber... Gute Herleitung. Kann jetzt auch noch eine Dreiviertelstunde warten. Ja, ja, jetzt kommt er nicht, wenn ihr da seid. Jetzt kommt er nicht. Genau, ein Foto machen wir auf jeden Fall. Okay. Ja. Bernhard und Elton werden gerade nach Publikum geht ja, einmal kurz richtig lesen eine kannst, vertreten. So, macht das wirklich. Runde hier, das ja. Bei so ein paar dann haben wir auch so, cool, stimmt. Jetzt merkt man es, ne? Achso, sollen wir das mit dem Handy haben als Foto? Können wir machen, ja klar. Ja, klar. Ja, für Julian kannst du uns auch eins machen, das können wir auch machen. Ja, ich glaube, das ist dann vielleicht besser. Ja, oder so. Willst du in die auch gut. Ja, wirklich geil.
Wir zeichnen uns den auf am Mittwoch. Ich hab keine Ahnung. Wir können bei Björn. Ja, das haben wir. Hm? Muss ich da hin, ne? Super. Sehr gut. Dankeschön. Hm? So, Tag. Hallo. 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 Genau. Bianca, Raphael, ja, Bernhard. Hm? Wir sind zusammen. Ja, sehr gut. Ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja, ja. Ich gehe nicht. Ja, du musst den Elten, nein, du musst den Elten jetzt ein bisschen aufbauen. Wieso? Schick das Handy einfach mal hier hin, ja, es gibt hier oder? Ach so, ja, perfekt. Der kriegt jetzt einen Zuckerschock. Super. Genau. Und seid ihr noch fit? Ja, Björn, kein Problem. Ich merke jetzt schon. Merkst du irgendwas? Also ich merke hier so eine... Jetzt geht's gerade. Ist ja noch nicht mal die Hälfte. Hallo. Ich zucke, das Laufen ist fast angenehmer, als wenn man da sitzt. Bist du gerade? Wie lange bist du jetzt? Ich bin jetzt gekommen. 21 Uhr bis Mitternacht. Ich glaube, wir machen es auf der Sendung so. Also, ihr teilt euch das anders. Was haben wir denn? 4:30, 5:30? Ja. Auf dem Ball sitzen dann, oder was? Ja, ja. Und dann habe ich so ein Hüpfball. Kennst du diese? Ja, ja, die sind sogar gesund, ne? Ja, ja, genau. Das ist, ich, ja, mal gucken. Wir kommen jetzt, glaube ich, so an den Punkt, wo der eine oder andere so aber überlegt. Lustig, wie die alle so langsam wegschlafen. Das sieht lustig aus, ja, oder? Ja. Schläft dahin, aber schläft ja, ja. Schläft der, ne? Ein paar schlafen schon. Ja, also zwischendurch wird immer mal so weggenickt. Also Leute versuchen natürlich auch, dann wieder wach zu bleiben. Aber zwei sind doch schon gegangen, ne? Genau, also hier sind drei, glaube ich, gegangen und hier eine. Ja. Ach so. Das dürft, ich glaube, es war wirklich ein paar. Oder ein Pärchen, ja, das kann natürlich sein. Die wollten nur noch schnelle Geld. Ja. Habt ihr Tanja und Julian geguckt? Ja, ja, klar. Voller Stolz. Ganz normal, ja. Ja, voll ja, gut, ne? Gut gemacht, ja. Nee, war die waren gut, würde ich sagen, ne? Ja. Also, ja, nicht schlecht auf jeden Fall. Liegt jetzt auch schon wieder ein bisschen zurück. Das waren die zweiten, ne? Ja, genau. Ja, ja. Hast du gerade schon Ja, dann war das aber komm, du hast es probiert. Ich habe es probiert. Ich habe auch nicht viel geschlafen. Halbe Stunde oder so. Länger ging das. Ja, das ist ja immer, wenn man weiß, man muss noch mal raus. Und das ist jetzt ja auch so eine ganz komische Zeit so zwischendurch. Ne? Das ist ja nicht so früh aufstehen. So. Das ist jetzt die Sportuhr, die neue? Die ist sehr groß, finde ich. Ja, aber sehr leicht. Da ist natürlich viel drin, ne? Ja, Hälfte ist fast rum. Hm? Elton, das ist Raphael, dein nächster Mitspieler. Tschüss, alles Gute. Ja. Nächste Opfer. Ja, ich bin. Mach's gut. Vielen Dank. Hat mich gefreut. Danke gleichfalls. Wir sehen uns dann demnächst. Ja? Wann nimmt ihr das mit? Ja, aber das. Ich muss mal überlegen, wann ich mein Pulli habe. Elton steht gar nicht auf, ne? Ich muss mich da, also. Nee, der Elton kann nicht mehr aufstehen jetzt. Der hat jetzt gerade sein Tief. Ja, fast trotz oder so. Ja. Oder soll ich dir einen Kaffee bringen? Doch, kann ich sitzen. Ja, alles gut. Das ist ja manchmal, wenn das war ja so ein bisschen, das haben wir ja einmal völlig. Ich glaube, Koffein hilft an der einen oder anderen Stelle, aber. Ich glaube, auf lange Sicht halt jetzt wirklich genau kennt man ja, das ist dann mein Problem, wenn man zu viel Kaffee trinkt. Wenn ich denn so eine Frage verkacke, hat er Kaffee getrunken? Hat voll Kaffee getrunken. Okay. Elton, ich kann mich schlecht auf die Frage konzentrieren. Der Bernhard hat gegähnt. Nee, das habe ich schon beim Zoot, da habe ich gegähnt. Aber da habe ich es nicht gesehen. Ich war definitiv der Erste. Hm? Was? Beim Zoot, hieß es, ne? Julian. Was ist passiert? Nein, wir haben ja vorhin gesagt, wir haben ja vorhin darüber geredet, wer als Erster gähnt. Ne? Nicht geht, gähnt. Ja. Ja? Der Bernhard hat gerade gegähnt. Ah. Ich kann mal gähnen, dann sagst du jetzt rüber. Warte, du musst auf ihn, damit er dann sagt, ganz schnell rüber. Hm? Wenn ich gähne. Ihr unterhaltet euch. Der Bernhard gähnt. Nee, ihr müsst euch privat unterhalten. Und dann gähne ich und dann sagst du, ach, da drüben. Aber das sieht er doch gar nicht. Da. Ja. Elton, der Bernhard hat gegähnt. Der Bernhard geht. Der Bernhard ist der Erste. Muss erst schwenken, wenn er sagt. Er gibt den das Signal. Ach, jetzt habe ich das Ding noch nie Unfälle und Demonstrationen gefilmt. Dann macht es ja viel Sinn, dieses. Oh, ja, das habe ich auch immer abgemacht, bis ich dann gelernt habe hier, dass das. Oh, das haben wir, das stimmt, das haben wir gelernt. Ne? Es gibt ab nächstes Jahr, ne, ist das neue EU-Verordnung. Lass mich dran, steht da sogar. Dass der Plastikdeckel nicht mehr von der Flasche abgehen darf. Ne? Echt? Ja. Die sind hier miteinander verbunden. Und in Österreich auch, da gibt es das auch schon. Weißt du, damit der Deckel nicht überall wegfliegt, dann bleibt der immer an der Flasche dran. Also aus Gewohnheit reißt er das irgendwie ab. Ja, das ist weiß man nicht. Wir werden es sehen. Aber du siehst ja schon am Schimmel mit der Cola. So, Leute. Alles bringt so was. Schlauer als ich. Alles ja, für Kleinigkeit. Machen wir uns wieder bereit. Und hier steht auch, lass mich dran. Ja. Ja, aber manchmal, weißt du, dann lässt du die liegen beim Trinken. Es gibt ja bald Frühstück. Ja, ja, Freunde. Was ist?
Was? Freunde? Ich habe nur einfach so... Ach, Freunde! Jetzt, ja, jetzt geht's los. Ich habe gesagt, ab 8 Uhr geht's los. Wie viel habt ihr jetzt? 100? 200? Was wird's? Ja, also, und dann falle ich halt in meinem Loch. Ja. Und mich da rauszuholen, mich selber da rauszuholen, ist Blödsinn. Ich beschäftige mich die nächsten zwei Fragen immer noch mit der Frage, die ich so verkackt habe. So, wir müssen jetzt erstmal durchzählen, ja, wie viele überhaupt zurückkommen, ob wieder irgendwelche Verluste gegangen sind. Das ist ein sehr guter Plan. Also der, aber ich muss sagen, ja, also, es gab verschiedene Ideen. Es gab erst Ideen, dass quasi jeder spielt. Das, was ich hier spiele, als Summe oder halt dann verdoppelt an einen Zweck geht. Aber jetzt, wir können ja nach der nächsten Runde können wir ja mal ein bisschen Musik einspielen, dann können wir ein bisschen dancen. Und es wird auf 4 aufgeteilt. Und ich habe jeweils einen mitgebracht. Und dann oder vom Sender. Und gerade Brandenburg war, also das ist schon krass bei denen. Also ich muss aufpassen, dass ich nicht irgendwo... Am Anfang nicht. Okay. Ich fand ja auch super, dass du das macht dann so. Okay. Genau. Am Anfang geht das so, Leute, dann langsam wieder Platz nehmen. Ich meine, für euch das ist eh total krass, weil selbst jetzt habt ihr mehr, als ihr überhaupt jemals bei einer XXL kriegen könntet. Okay. Das ist ja immer schief gelaufen. Ach so, okay. Neben der Tatsache, dass wir gerne das Finale. Ja, ja. Also das einzige Mal, also gut. Ich habe guck mal ganz kurz noch, wie wir in der Zeit liegen. Ja, ja. Nur einmal gewonnen habt. Ja, ja, eben. Hat das immer das Beste. Weil XXL gibt es halt nur einen, der die 50 dann kriegt.